Wenn Shadowman jetzt Türke oder Inder wäre, könnte er mit diesem Ding einen Friseursalon aufmachen und die ganzen Leute frisieren. Blondiertes Haar und keine Locken, wir grün Welt Shadowman zocken. Ja, ich sag ja, das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Ach, hier oben sind Viecher. Ach, war das nur diese eine Tür? Ja, und jetzt sind wir wieder, Stopp. Ja, wir sind, da ist der Zug unten wieder. Da müssen wir nicht hin. Nee, ich will ja gerade, vielleicht kriegen wir mit dieser Fackel auch mal diese Teile da unten auf. Das glaube ich nicht, aber... Nee. Ja. Dann packen wir das Ding jetzt bitte ganz schnell zur Seite wieder. Ja. Das andere und beide Waffen tauschen, genau. Ja, wohin jetzt schon wieder? Gute Frage. Schwer. Ja. Ruin. Ach, hier ist die Brücke. Wo kommen wir da wieder raus? Das würde mich gerade echt mal interessieren, wo wir da wieder rauskommen. Noch mehr an der Seite laufen kann der Herr nicht, wa? Anscheinend nicht. Ach. Naja, da ist das Ding. War denn hier noch ein Wasserfall? Was war da drin? Da war irgendwie eine Waffe oder sowas. Achso, ja, da war dieses, glaube ich, dieses Laloon. Oh, Shadowman. Also du und Schwimmen, ne? Das ist 10 Meter tief und der Kollege muss erstmal sich ins Wasser legen. Ja, natürlich. So, da hinten sind wir jetzt hergekommen. Ich muss die Waffen weglassen. Das geht nicht, weil wenn ich springen muss, dann sonst muss ich 3000 Mal ins Menü. Da habe ich auch keinen Bock drauf, ja. Das sagt ja keiner was dagegen. Naja, das hat hier alles keinen Sinn. Also ich finde das gerade alles mühsinnlos. Ach, geh weg. Ja, nee. Über die Brücke. Mhm. Naja, der läuft wirklich nie mittig irgendwie. Ja, zumindest nicht, wenn er drin läuft. Er ist schon ein bisschen angesäuselt, ist ja Wochenende. Ja, eigentlich müsste ich ganz ehrlich, ich müsste hier mir mal kurze hinstellen und immer wenn wir irgendwie unnötig sterben. Ach, hier könnten auch noch Wasserfälle. Das Tuscha ist das wieder. Mhm, dieser Tempel des Feuers. Hier könnten. Ja, das ist nur die. Da brauche ich nicht reinzugehen. Hier könnte auch noch ein Wasserfall. Ja, hier war auch einer, aber da waren wir schon. Mhm. Ja. Schön, dass du das alles so selber beantworten kannst. Du brauchst überhaupt nicht mehr mitkloppen. Ja, kennst mich doch. Ich frag mich. Ach, da ist noch so ein. Dabei. Irgendwo hinter war auch mal so eine alte. Mhm, das war aber in dem Tempel gewesen, bei dem. Hallo? Ja, es wäre ja mal schön, wenn dahinter mal was anderes wäre, ne? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, gut, aber wenigstens haben wir den ganzen Mist dann schon mal auf. Was war noch auf der anderen Seite? Wie auf der anderen Seite, da waren wir doch gerade. Nee, da waren zwei. Achso, ja, hier ist nur die. Hier bin ich gerade hoch. Oder? Ja, richtig, und da war links und rechts ein Gang. Ja. Wait. Oh. So, da bin ich. Wo bin ich denn jetzt rein? Ey, hat sich erledigt. Na, das. Das ist nur einmal so ein Rundgang. Ah, wir sind gleich wieder bei den Schwestern. Aber wenigstens. Bei den Schwestern? Ah, hä? Ja, bei den Trollers da. Ach, hier konnte man. Ja, wenn wir hier schwimmen. Ja, hört auf. Dann sind wir wieder da in dem Tempel. Das will ich aber nicht. Hört doch auf. Oh. Diese Viecher. Ja, ich weiß nicht mehr, wo wir hin sollen. Oh, fick dich doch. Entschuldigung, dass ich es jetzt gesagt habe, aber. Geh doch irgendwo in den Wasser. Ja, wie denn? Er will ja nicht. Geh doch. Komm her, du. Das bringt gar nichts. Jetzt geh da raus. Ah. Du musst dir immer eine glatte Stelle suchen. Ja, also ganz ehrlich. So, lass uns jetzt nochmal die Dinger ankicken. Ja, ganz ehrlich, hast du schon 100 Mal gesagt, ja. Bild. Was jetzt so komisch ist, er hat das letzte Mal, als wir bei Jack waren,
hat er ja auf dem Klo merkwürdigerweise dieses eine Symbol gehabt. Da stand, aber ich habe es mir in der Aufnahme angeguckt, da stand irgendwas mit Secret und das, was da drunter war, war verschwommen. Da stand irgendwas mit Secrets, keine Ahnung. So, gibt es jetzt irgendwo noch was, wo wir hin könnten? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß, das sage ich tausendmal, ich muss ehrlich sagen, aber ich bin demotiviert gerade, weil... kriegen wir definitiv jetzt hier noch durch. Also bei Letty wird es... Ja, selbst wenn da Wasserfälle sind, er hat dann ja nichts. Er hat ja weder seine Tattoos noch... Demotivation macht sich auch bei Skype Bright. Bright. Weil der hat gerade irgendwie mal sich gedacht, ja, es ist jetzt 10:30, da könnte ich jetzt mal kurz abscheißen. Also wie gesagt, zu Netty würde ich nicht gehen. Darunter das Level haben wir abgehakt. Ja, da brauchen wir auch eigentlich daneben nicht auch. Rein. Ja, das ist ja dasselbe. Daneben gibt es jetzt gerade nichts mehr. Daneben... Na, da kommen wir überall nicht weiter. Also, ich kann mich nur wiederholen, das zieht sich jetzt auch schon über die ganzen Parts offscreen, weil das ist... Ich überlege, ob es da irgendwo Wasserfälle gab, aber ich glaube nicht, ne? Da gab's ja nur das Feuer. Aber Wasserfälle, m-m. So, in der Kathedrale ist definitiv auch nichts. Nee. Wo wir den nächsten Wunschspreizer anbringen könnten, aber was das bringen soll, ist die Frage. Ja, ich meine, wir könnten ja reingehen, wir haben ja einen. Ja, aber umbringen können wir ja gehen. Nee. Das wird ja immer noch nicht. Was ist... Naja, doch, oder bei dem Heimwerker. Ach so, sollen wir mal zu dem Heimwerker gehen? Was gibt's denn jetzt eigentlich noch? Welche haben wir jetzt noch offen? Na warte, ja. Ich gehe da erstmal hin und dann... Also müsste einmal noch dieser Dicke sein. Auf der Karte steht ja auch irgendwie, dass man da verschiedene Sachen bekommt, ne? Glaube ich. Richtig. So, bevor ihr auf mich schießt. Also, wir waren ja bei ihm drin, da haben wir ja die eine Waffe bekommen. Das steht ja auch auf der Karte. Da steht bei irgendeinem... Ja, das Dr. Günther Schaden? Ja, der hat einen Schaden. Ja... Das, waren wir bei dem drin? Ja, das ist der Günther Schaden. Nee, bei Günther Schaden waren wir nicht drin. Nee. Günther Schaden. Name Dr. Viktor Karl Batrachian. Ja, was haben wir denn bei ihm? Bei ihmchen waren wir noch nicht gewesen. Nee, wir waren aber, bei. Ach, er hat dieses Echsenzeichen. Und da kommen wir ja noch nicht rein. Mm-mm. Weiter? Nee, ja, das ist der Roberto. Denver. Bei ihm waren wir auch noch nicht. Milton Pike. T-Pike. Hm. Was soll es denn bei ihm geben? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man jetzt wüsste, welches Zeichen er hätte. Prisma. Anscheinend, so wie ich das sehe. Also von Jack, also bei diesem komischen Typen, dem Handwerker, scheinen wir eine Taschenlampe zu kriegen. Flashlight. Ja, dann würde ich aber vielleicht bei dem... Ja. Sprech dich aus. Naja, also wie gesagt, das kennen wir ja nur noch gar nicht hier, das Herzchen. Na, sollen wir da rein oder was? Ja, ich würde speichern, bevor wir den Wunschspreizer anbringen. Mm. Und dann, dass wir mal kicken können. Okay, so jetzt muss ich erstmal wieder... das noch nehmen. Also ich muss ehrlich sagen, das hätten sie sich wirklich schenken können. Und ich sollte mir mal eine andere Formulierung einfallen lassen. Das ist ja, so das, schön. Das Problem ist einfach, dass diese komplexe Sache, die sie da haben. Also die Level sind, warum tust du die Leute anschließen, aber dann vernichten? Weil ich da dann irgendwie nicht zu komme, weil er dann aus Versehen auf den anderen schießt. So, also das Handwerkerherzchen war hier, ne? Ja, aber da wollten wir ja nie rein. Ach, wir wollten zu dem anderen? Zu dem Dicken. Ach so, zu dem mit dem Kreuz. Der ist hier, ja. Okay. Ach, hier grunzt wieder jemand. Hört doch auf. Hört doch auf. Ihr braucht einfach ein bisschen Pfeffer. Ach nö. Ach, er dampft aber schon. Also
brauchen wir für ihn keins. Anscheinend. Da sollen wir dann trotzdem rein. Geh bitte mal gucken zurück. Ja. Da vorne in diese Kammer. Ach so, ob das richtig ist, ne? Mhm. Ja, ja. Okay. Na, machen können wir hier nichts. Also er. Nee, ist okay, dann würde ich jetzt nochmal die Fässer holen. Ja. Wieso ist die schon offen? Hä? Naja, die Munition, die will er nicht. Okay. Wieso ist denn jetzt hier so eine Munition drin? Das ist doch komplett neu. Nee, das war schon vorher da auch. Also ich glaube ganz ehrlich, das liegt doch immer daran, welche Waffen man schon hat, weil für die anderen Waffen haben wir ja noch gar keine Munition bekommen. Ja, ja. Ich will doch nicht rein. Speichere mal, wie gesagt, mich interessiert der Levelaufbau einfach mal. Okay, ja, dann speichere ich nochmal schnell woanders, dann muss ich immer zwei... Bloß, wir haben Jack, wir haben den Dicken jetzt, wir haben den Heimwerker, könnten wir jetzt öffnen. Und den allerersten Marco haben wir ja auch, dann sind ja alle Dinger schon offen. Na, eigentlich schon. Na komm, gehen wir mal rein. Vielleicht ist der auch dann direkt da, so wie der Marco am Anfang, dass man den gar nicht suchen muss. Kann ja sein. Dass ja, er gar kein... kriegen werden wir definitiv nicht. Nee. Das sieht auch so nach Gefängnis. Ah. Weißt du, was das ist? Mhm, das ist die andere Seite vom Gefängnis. So, nimm mal die... So. Aber sehr viel bringen die Medipacks ja auch nicht. Nee. Hey, Jude! Das hier ist Privatbesitz! Was zum Teufel machst du hier, Jungchen? Ich bin nicht dein Jungchen. Nun werd mal nicht frech. Du hältst dich ohne Erlaubnis auf meinem Grund und Boden auf. Ich kann dich nennen, wie ich will. Jungchen. Ich hab aber gar kein Schiff gesehen, Fettsack. Du bist ja auch nicht zur Vordertür reingekommen. Oder? Also jetzt pass mal auf, ich brauche keine Einladung, Dicker. Ich wurde von einer höheren Macht hierher geschickt. Die einzige Macht hier bin ich, Jungchen. Das wirst du schon noch merken. Du wirst noch rausfinden, was ein Survival-Trip ist. Ganz wie früher in Vietnam. Für dich und alle ist der Tag des jüngsten Gerichts gekommen. Ihr seid am Ende, mein Freund. Denn unser sind viele. Verflucht nochmal, ich brauche diese Scheiße nicht. Dann laber doch nicht erst noch mit dem. Waffenwechsel. Ja. Ja, wir haben also eh ganz keine, ehrlich. Wir haben eh keine Chance gegen ihn. Also ganz ehrlich, wir stehen da gerade mit irgendeiner Handfeuer. Er versteckt sich. Wir stehen da gerade mit unserer Pistole, mit unserer Handfeuerwaffe da. Und der Kollege hat hier, weiß ich mal nicht was, ein Ding, womit er dir einen Einlauf verpassen könnte. Oh. Also. Ja gut, also die ganze Zeit sich verstecken, jetzt so kackt, ja. Ich drück einfach drauf. Wow, 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 wow. Ja. Der ist aber verdammt stark. Also ich glaube nicht, dass das irgendeinen Sinn hat. Gut, also gehen wir dann gleich mal raus. Ja, ich meine, wir können es ja gerade, wir haben ja die Muni... Ja, das hebt er jetzt nicht mehr auf. Aber, ja, man kriegt hier ja Gott sei Dank immer Munition. Das ist ja... Ach ja, klar. Klar. Es wäre wirklich gut zu wissen, ob die einem das speichern. Das wäre wirklich gut zu wissen, dass man ihn schon getroffen hat. Ich hab's. Ach, das sind direkt 50? Das ist auch heftig, dass das direkt 50 Schuss sind. Mist, keine Munition mehr. Ach so, ja, die andere Munition ist leer. Ah. Super. Gut. Oh, ey. Ja, aber wie soll man sie denn überhaupt töten? Naja, das wäre wahrscheinlich, braucht man tatsächlich erst irgendwie diese anderen Sachen.